Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es geht heute um Litecoin. Ja. Paar News, paar Analysen von meiner Seite. Das ist der Kurs von Litecoin. Man sieht einen Ausschnitt Richtung März bis Juni, also 3 Monate hier. Aufgrund der Corona-Krise ist es hier nach unten gefallen. Ja, weltweit sind die Börsen und so weiter danach in den Keller gerannt und quasi Litecoin ist wie die anderen Kryptowährungen auch in den Keller gestürzt. Dann haben wir hier eine Konsolidierungsphase, erleben wir gerade eine Konsolidierungsphase und da sehen wir, dass der Kurs schon im Mai sich bei dem Aufwärtstrend, also dass der Aufwärtstrend schon im Mai durchbrochen wurde. Ja, man sieht schon hier, der Litecoin-Kurs versucht hier über die Linie zu kommen, quasi hier Ausbruch versucht zu machen. Wurde gescheitert, ist runtergegangen. Hier nochmal ein Ausbruchversuch. Ja. Und versucht hier nochmal eventuell einen Ausbruchversuch zu machen. Das ist dann quasi sehr bärisch, weil solange wir hier über die Linie nicht kommen, werden die Kurse Richtung, sag ich mal, tief nochmal gehen, ja, wenn man sich das mal so anschaut, weil wir müssen über die Linie kommen, damit wir hier weiter steigen können. Solange wir da kein Hoch bekommen, sag ich mal, diesen Aufwärtstrend nochmal überschreiten, deutlich hier nach oben, werden wir eventuell die Tiefs nochmal testen. Das ist die Analyse vom Litecoin-Kurs aktuell. Gehen wir noch ein bisschen rein. Ja. Das heißt, da sehen wir quasi auch so einen Hammer, der jetzt eine Kursbewegung nach oben zeigt, aber der Trend ist deutlich nach unten gerichtet, ja. Also eher Richtung 34, 32. Ja. Könnte natürlich auch tiefer gehen zu dem Punkt. Also nochmal die Tiefs testen, Doppelboden und danach könnte es Richtung Norden gehen. Wenn wir es ein bisschen größer machen. Dass wir hier eventuell einen Doppelboden haben und danach Richtung, ja, wieder alte Höchstkurse sehen können, Richtung 85, dass wir eventuell hier so einen Doppelboden haben, dass da die Kurse wieder hochgehen könnten. So, gehen wir zu Nachrichten. Das fand ich sehr interessant. Also ich lasse es mal laufen. Also da wird gezeigt, die Holders und der Kryptomarket, dass man eigentlich, dass der Kryptomarket immer einen Schritt voraus ist. Also ich lasse nochmal laufen. Fand ich jetzt lustig. So, wir haben eine Aussage von Charlie Lee, der, sag ich mal, Litecoin damals gegründet hat. Er verwies hier, dass ein Litecoin Core Version 0.18.1 released worden ist. Schauen wir mal rein. Also, wenn man sich das mal anschaut, Release, den Link würde ich euch teilen. Da geht es um die Kompatibilität, bekannte Probleme, um das Mining, ja, welche Konfiguration man machen kann, verschiedene Optionen, Wallet-Änderungen, Dokumentation. Ja, neue RPCs. Ihr könnt euch das gerne nochmal durchlesen. Ich werde den Link teilen. Ich habe mal die Seite auch aufgemacht. Hier kann man es runterladen und auf seinem Rechner installieren. Für die Synchronisation hat er bei mir jetzt gezeigt, dass er ungefähr 22 GB braucht. Ja, also das heißt, wenn ihr das macht, dann habt ihr versucht mal auf dem Rechner genug Speicherplatz zu haben.
So, ja, hier haben wir einen Bericht, ein Ausverkauf von China. Mal kurz gucken. Also da geht es darum, dass Bitcoin quasi, also ich lese mal vor, a China bond sell off could send Bitcoin, Ethereum, XRP and Litecoin to new highs. Das heißt, dieser, sag ich mal, Ausverkauf von diesem Sell-off von diesen Bonds würde dann dazu würde sorgen, ja, dass diese Kurse von Bitcoin, Ethereum, XRP und Litecoin neue Höchstkurse erreichen könnten. Ja. Ja, da steht US-China Trade War, also dieser Krieg mit China, USA is shifting from traffics to technology, Bitcoin. Also dass dieser Krieg zur Technologie übergewechselt ist. Bitcoin is turning into new gold. The digital currency has gained, also das digitale Währung um 106 und 132% seit Beginning, also seit Anfang des Jahres schon gewonnen hat. Ja, da sieht man auch, dass der Kurs gestiegen ist. Hat jetzt direkt mit Bitcoin nicht oder Litecoin nicht so was zu tun. Da steht nur, dass IBM quasi eine Blockchain-Lösung für die Renten, für die Rente der Grundschullehrer in Bangladesch quasi entwickelt, ja, dass man quasi da diese Technologie auch in diese Länder trägt. Das fand ich interessant, dass Litecoin eine Partnerschaft eingegangen ist mit Atari. Also wer Atari kennt, auch von früher, Atari auf dem Weg zum Krypto- und Blockchain-Pionier mit weiterer Kooperation. Aber da geht es eigentlich darum, um diese Spiel, in dem Spielbereich, dass quasi auch dieser Bereich, da steht zum Beispiel hier, ich lese mal ganz kurz vor, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab, möchte man die Zusammenarbeit mit E-Sports Blockchain, also das heißt in Richtung Wetten, Sportwetten, Sport, Fußball, ja, so dieser Bereich, also Sport-Blockchain-Unternehmen, UniKRN dazu nutzen, um sich gegenseitig auf dem Gebiet wie weiterzuentwickeln. UniKRN bietet bereits ein Ökosystem, in dem User mit Kryptowährungen einkaufen, spielen und wetten können. Eine Integration des Atari-Tokens in die Plattform soll die Adoption des Digital Assets vorantreiben. Ja, das ist ja riesig. Also diese Sportwetten und so weiter Bereich ist ja riesig. Da sind ja Milliarden, Millionen. Ja, also wenn da das umgesetzt wird, dann könnte die Währung auf jeden Fall Schub nach oben haben. So, da geht es darum. Ursch-Marschälle stellen Krypto-Experten ein, um massive Bitcoin und Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin-Bestände zu verwalten. Also das heißt, da sind quasi Bestände von US-Marschalls, ja. Die Bestände kann ich euch mal zeigen hier unten. Bitcoin, ich kann die Zahl jetzt auch nicht ablesen, ist auf jeden Fall eine große Zahl. Ja. Das ist der Besitz. 3-Jahres-Durchschnitt, ja. Die Agentur möchte einen Manager, der die Freiheiten des Krypto-Assets-Managements wie das Erstellen von Brief, also Wallets, das Verwalten von Blockchain und das Übertragen von Tokens bewältigen kann. Also die sind auf der Suche nach gewissen Leuten, die sich in Kryptowährungen sehr gut kennen, auskennen. Ja. Bericht, chinesische Unternehmen setzen trotz Covid-19-Krise auf die Blockchain. 350 befragte chinesische Unternehmen glauben immer noch an das höhere Potenzial, das die Blockchain-Technologie ihren Unternehmen bieten könnte. Ja. Noch als letztes von Atom.ID kam jetzt so ein Tweet, da wird gesagt, wir erstellen Digi-Projekt, um jede Brieftasche, also quasi Wallet, zu schützen. Klammer auf, Bitcoin, Litecoin, Redcoin und so weiter. Derzeit kein Veröffentlichungsdatum.
die werden da wahrscheinlich was vorstellen, wie man sowas schützen kann. Eventuell wie so ein McAfee, ja, so ein Virenscanner, so in der Art, ja, würde ich mir jetzt mal vorstellen. Ich kann mich ja auch irren, dass man quasi diese Wallet auch durch gewisse Maßnahmen auch schützen kann. Ja, macht ja Sinn. Alles, was wir beim Windows haben, wir haben einen Virenscanner, wir haben sag ich mal, Programme, die diese Sicherheit des Systems gewährleisten. Und dieses ist also auch ein Milliardenmarkt, ja, das wird wahrscheinlich bei den Blockchain-Technologie und quasi bei Kryptowährungen auch erfolgen. Ja, das war's eigentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liked meine Videos, teilt die Videos und wichtig, meinen Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Sehr, sehr wichtig, dass ich die Arbeit auch weitermachen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.